Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen wieder. Hinter dem Deck vier der Münzen. Vier der Münzen wieder spricht schon sehr für eine Komfortzone, ja? Also eine Komfortzone oder eine Stabilität. Also die Nummer vier spricht auch sehr viel für diese Stabilität, auch für die Karte der Herrscher. Eigentlich spricht sehr viel für deine Energie. Also wir reden hier über finanzielle Stabilität, über Geld. Wir reden über Münzen, über Geld tatsächlich. Vier der Münzen. Die Nummer vier wiederholt sich bei dir gerade auf dem Tisch. Und ja, ich rede hier über eine bestimmte Stabilität. Natürlich auch über eine Situation, die man nicht verlieren möchte. Also so ungefähr, ich möchte nicht loslassen oder ich möchte eine bestimmte Situation nicht verlieren oder Person. Schau mal bitte jetzt hier wieder. Ich habe hier einen Zyklus. Ja, ich habe hier eine karmische Situation bei dir. Eine karmische Situation, einen Zyklus, die sich wiederholen möchte. Die unendliche Geschichte. Ja, so würde ich das hier nennen. Es gibt hier eine unendliche Geschichte. Eine Situation, die sich immer wiederholt in deinem Leben. Es gibt hier eine Wiederholung, egal was das jetzt in deiner Situation heißt, weil jede Situation ist anders und man kann sich auch die Energie anpassen, so wie es für dich am besten spricht, ja, weil das ist machbar, das kann man schon machen, unabhängig, ob wir jetzt hier über einen Wunschpartner reden oder nicht. Aber die Energie selbst ist die, die ist, ja, und die ist schon, kann man sich schon ziemlich anpassen, ja. Aber genau, hier habe ich mit einem Zyklus zu tun. Und es ist deutlich. Egal, ob du die Person bist, die einen bestimmten Zyklus wiederholen möchte, oder ob du mit so einer Person zu tun hast, die in deinem Leben wieder zurück möchte, weil die Leben kann sich natürlich spiegeln. Es kann sehr gut für dich reden oder für eine Person, für eine andere Person. Ja? Die Sache ist, wir reden hier über einen Zyklus und das ist deutlich. Es ist deutlich. Eine karmische Situation, die sich wiederholen möchte. Ja. Eine Situation, die man nicht loslassen kann, möchte oder wie auch immer. Es zeigt sich hier deutlich. Es kann mit einer Königin der Münzen zu tun haben, Stier, Steinbock, Jungfrau oder sonst eine Langzeitbeziehung, die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder. Wenn du keine Kinder hast, einfach eine Langzeitbeziehung. Ja. Wie gesagt, diese Sternzeichen Erde-Element ist bei dir sehr präsent. Aber gerade habe ich hier Schütze wieder, wie du, Fische sehr präsent, ja. Die sind, die ich am meisten jetzt hier sehe. Natürlich Steinbock, Sternzeichen Steinbock ist auf den Würfeln für dich gekommen, Nummer 7 auch. Ja, das sind die Sternzeichen. Schau mal bitte jetzt wieder. Also die Karte der Narr, vier der Stäbe und der Gehängte. Ist sehr interessant. Ich spüre hier eine Blockade. Eine Blockade in der Kommunikation, eine Blockade zu einer Person, einen Stillstand, gar keine Kommunikation. So eine Sache gibt es hier. In manchen Fällen reden wir hier über eine wichtige Seelenverbindung. Man könnte sogar denken, zwischen Klammern jetzt, das wäre ein Seelenpartner. Aber interessant ist nur,
Ich habe hier die zwei Karten für dich selber gefährte Täuschung. In manchen Fällen gibt es hier eine Täuschung, was mit einem Seelenpartner zu tun hast. Sozusagen eine falsche Seelenpartner. Ja? Also, das ist das Gefühl, was ich hier gerade habe. Ich spüre hier nochmals diesen Stillstand. Diesen Stillstand, diese Null Kommunikation, gar kein Kontakt, eine klare Blockade, in manchen Fällen schon eine längere Zeit. Eine Person blockiert die Kommunikation, die alles. Also es gibt hier eine klare Blockade. Ja. Ich hole mir mehrere Karten. Ich sehe nochmals diesen Zyklus hier. Ja. Also ich spüre diese Situation tatsächlich hier. Und so ein Gefühl. Nochmals, diese unendliche Geschichte, eine unendliche Geschichte, die man nicht loslassen kann. Ja, Puppe der Schwerter hinter dem Deck. Eine Person spioniert hier, eine Person beobachtet über Sozialnetze in manchen Fällen. Ich habe hier der Spione, ja, der Spione im Tarot. Eine unreife Energie zeigt sich hier mit diesem Puppe der Schwerter. Es gibt hier eine unreife Person, eine unreife Energie. In manchen Fällen kann von mir aus 50 Jahre alt sein, die Person, aber zeigt sich trotzdem unreif. Es gibt hier schon eine kleine Nachricht zu sehen, ja. Könnte man hier sehen mit diesem Puppe. Obwohl, wie gesagt, wieder, also jemand blockiert die Kommunikation. Tatsächlich. Ja, eine Person blockiert, ja. Also es gibt hier eine Blockade. In manchen Fällen über Internet auch. Und schau mal, eine Königin der Stäbe. Aber ich habe hier Königin der Münzen. Und Königin der Kelche. Hier zeigen sich schon vorerst drei Personen, drei Frauen, es können auch drei Männer sein. Es ist unabhängig, wir reden ja nur über Energien. Es ist einfach so. Aber dass du siehst, wie viele Menschen ich hier gerade jetzt habe. Ich habe hier natürlich eine familiäre Situation einerseits und ich habe hier halt diese Situation. Ja. In manche Fälle sehe ich hier eine Person, die eine falsche Entscheidung getroffen hat, ja? Also eine Person hat in einer Vergangenheit eine falsche Entscheidung getroffen, hat sich geirrt und jetzt kommt zurück. So ist es. Es gibt hier eine Täuschung, Täuschung. Schau mal bitte jetzt wieder in der Mitte Zehn der Schwerter. Zehn der Schwerter deutet wieder mal, was ich dir gesagt habe. Ich habe einfach, das Wort hier bei dir ist einen Zyklus, einen Zyklus, der bereits jetzt beendet wurde. Und diese Situation ist einfach so, aber es wiederholt sich. Eine Person möchte das hier wiederholen. Jemand, also ja. Denn die Legung kann sich ja auch spiegeln. Deswegen, jeder weiß, was das für jeder jetzt spricht. Aber ich rede schon über eine Langzeitbeziehung. Ne? Und du siehst ja, hier habe ich eine Königin der Münzen. Ich habe dir gesagt, Sternzeichen Steinbock ist bei dir auch sehr präsent auf der Legung. Egal ob Frau oder Mann. Ne? Also wir reden über Energien. Und hier ist bereits eine Situation bereits beendet. Genau, bereits beendet. Ja, bereits beendet, es gibt hier diesen Stillstand zu einer Person. Genau, es kann für manche hier schon bereits eine Scheidung oder eine Trennung sein. Für manche. Eine Person bekommt hier jetzt eine Erleuchtung. Ja?
Eine Person bekommt Klarheit und eine Erleuchtung. Eine Person denkt tatsächlich hier, sind Seelenpartner. Also ich erkenne, dass ich mit dieser Person eine wichtige Seelenverbindung hatte oder habe. Mir ist das jetzt klar geworden. Ich habe eine Erleuchtung bekommen. In manchen Fällen durch meine Träume bekomme ich eine Erleuchtung. Interessant ist, dass die Karte der Täuschung da ist. Ja. Die Sache ist, eine Person bekommt hier eine Erleuchtung. Ja. Und schau mal bitte jetzt wieder, also Sternzeichen Krebs, muss ich dir schon sagen, Krebs sehr präsent bei dir. Krebs, aber Skorpion oder Fische. Schau mal bitte, Schütze nämlich hier auch. Die Intuition ist da sehr präsent. Die Intuition ist hier sehr, sehr stark präsent. Ja? Eine Person auf jeden Fall bekommt Klarheit. Ich meine jetzt wieder. Es gibt hier zwei Karten bei dir gerade, die nach meiner Meinung nach die ganze Legung beeinflusst, ja. Und das ist tatsächlich die Nummer 10 der Schwerter und der Gehängte. Diese zwei Karten beeinflussen die ganze Legung, aber ziemlich stark, ja. Es ist nicht zu vermeiden. Denn wir reden hier natürlich über diesen Zyklus, den ich dir gesagt habe, diese Ende. Aber irgendwie, eine Person bekommt plötzlich eine Erleuchtung. Eine Person bekommt jetzt hier plötzlich eine Klarheit über eine komplizierte Situation und so sieht es nämlich aus. Die Sache ist, die Situation war schon extrem kompliziert. Was soll ich hier sagen? Also die Situation ist, hier habe ich jetzt eine Königin der Kirche, 10 der Schwerter und die Karte der Mond. Du siehst ja Sternzeichen Krebs. Auch, wie ich dir gesagt habe, also Wasserelement bei dir sehr präsent. Aber hier war bereits schon einen Schluss, ein Ende mit einer Person. Ich rede, in manchen Fällen waren hier Sachen, die nicht deutlich gesagt wurden. Man hat hier keine klare Sprache gesprochen, du weißt, wie das ist. Also die Sprache ist sehr wichtig, die Kommunikation ist der Schlüssel für den Erfolg, ja. Ohne Kommunikation ist es nicht möglich, nichts ist möglich ohne Kommunikation. Und von da aus hier spürt man diese Situation. Also es gab hier bereits einen Schluss mit einer Person. In manchen Fällen, ich frage mich warum, also ich nicht, eine Person fragt sich hier, warum hat die Person diese Verbindung beendet? Man versteht nicht, warum hier eine Person eine Verbindung beendet hat. Ich würde sagen, weil eine Person hier sehr viel Intuition hat. Jemand hat sehr viel Intuition und eine Person hat hier gespürt oder intuiert, dass andere Beteiligten hier waren, oder? Weil hier habe ich schon 3 Personen. Irgendetwas wieder ist hier und das hat deutlich mit der Kommunikation zu tun. Wenn man nicht deutlich kommunizieren kann, nicht mit klaren Sprache kommunizieren kann, kommt man auf diesen Durcheinander, also auf diese Fragezeichen, was ist das dann? Oder wenn man tatsächlich, nochmals, nicht mit der Wahrheit geht oder hier noch andere Beteiligten sind, in manchen Fällen familiäre Situationen oder einen Ex, mit dem ich noch einen engen Kontakt habe, zum Beispiel. Ich habe mit meinem Ex einen engen Kontakt und die gleiche Situation hatte ich gerade bei Sternzeichen Zwilling. Ja? Also wenn ich mit meinem Ex noch einen engen Kontakt habe, wie möchte ich tatsächlich eine neue, ernste Beziehung anfangen? Geht gar nichts. Es geht gar nicht. Und nein, es hat nicht mit der mit Eifersucht oder nein, es hat einfach nur, dass es nicht geht. Wenn ich was Ernstes, Neues Ernstes anfangen möchte, ich kann nicht noch mit meinem Ex oder Exes noch einen engen Verhältnis haben. Es geht nicht. Ich kann meine Kinder trotzdem sehen und besuchen.
oder sehen. Ich muss aber mit meinem Ex keinen so engen Kontakt haben. Ich habe hier eine familiäre Situation, ja. Und das sieht man. Zehn der Münzen, die Königin der Münzen, das ist Familie. Das ist hier Familie. Und in manchen Fällen sogar das Gefühl hier, dass man noch mit dieser familiären Situation, in manchen Fällen eine Scheidung, gab es hier schon eine Trennung, man möchte noch weiter vielleicht eine Tür offen lassen. So ungefähr, ich lasse die Tür offen, man weiß ja nie. Also es kann ja irgendwann mal kommen, dass ich doch diese Tür brauche. Also ich lasse diese Tür noch offen und währenddessen habe ich noch eine hier und eine da. Oder aber ich lasse diese Tür noch offen, weil man weiß ja nie, ne? Das geht ja nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht gar nichts, ja? Das geht gar nicht. Es gibt hier schon eine dubiose Sache mit der Karte der Mond. Die Karte der Mond ist schon eine komplizierte Energie, weil vieles heißen kann. Und tatsächlich, was aber auf jeden Fall heißen kann, ist, dass man hier nicht deutlich ist, nicht deutlich genug ist. Und wenn man nicht mit der Wahrheit geht oder nicht klare Sprache reden kann, aus irgendeinem Grund, von mir aus, ist mir tatsächlich egal, kommen zu Konfusion auf der anderen Seite oder sogar nochmals, du kommst zu einem Durcheinander, weil eine Person hier dir nicht deutlich genug war. Und deswegen kommt man hier zu einem Durcheinander. Interessant ist, das Gefühl, was ich hier habe, ist, eine Person würde doch einen neuen Zyklus anfangen wollen. Also eine Person hier möchte sogar einen neuen Kompromiss anfangen. Also ich möchte tatsächlich einen ernsten neuen Kompromiss anfangen. Ich möchte mich trauen, ich bin vorbereitet. Aber eine Person blockiert. Eine Person blockiert, möglicherweise, weil die Enttäuschungen schon oft das und in der Zeit schon sehr lang waren. Also man hat mich schon so lang enttäuscht, so oft und so lang in der Zeit, dass jetzt, ja, diese Geschichte von dem Wolf, ne? Der Wolf kommt, man glaubt immer wieder, dass der Wolf tatsächlich kommt. Und das war immer wieder eine Lüge. Der Wolf ist nie gekommen. Ja, und irgendwann schreit man wieder, der Wolf kommt und tatsächlich ist der Wolf da. Dann ist eine Wahrheit, aber man glaubt diese Wahrheit nicht mehr, weil man hat schon zu oft gelogen. Ja? Wenn man zu oft lügt, wenn eine Lüge sich zu oft wiederholt, wenn eine bestimmte Situation sich zu oft wiederholt in der Zeit und man immer wieder mit einer Lüge kommt oder und so weiter, irgendwann kommt man doch mit der Wahrheit und die Person, eine Person hier glaubt das nicht mehr. Aber es ist doch logisch. Ich glaube es nicht mehr. Warum sollte ich dich glauben? Du hast mich ständig gelogen. Du hast mich ständig was anderes gesagt. Warum sollte ich dich jetzt glauben? Warum sollte ich dich jetzt glauben? Wie mache ich das am besten? Ja, wie mache ich das? Ja? Also, von diesem Deck wieder kam für dich, erwarte Veränderungen, erwarte wichtige Veränderungen, ja, kommt von deiner Komfortzone raus. Also, tatsächlich kommt, interessant ist, ich habe für dich auch hier über eine Komfortzone gesprochen. Also diese Karte für mich deutet auf eine Komfortzone und es gibt hier eine Synchronisierung mit dieser Karte. Also geh von deiner Komfortzone raus, ja, also kommt von deiner Komfortzone raus und es ist Zeit zum Geben, mehr als Nehmen, ja, Zeit zum Geben. Also, was hast du noch zum Loslassen? Es gibt hier eine Situation, die du noch loslassen solltest. Tatsächlich gibt es hier etwas, was man loslassen sollte, ja. Es ist wichtig, von einer bestimmten Komfortzone rausgehen, eine Situation loszulassen. Es ist wichtig, ja. Wenn man Veränderungen möchte, wenn ich in meinem Leben Veränderungen möchte, weil der Gehängte ruft schon nach Veränderungen, ja. Es gibt dieses Gefühl bei dir schon von, ich möchte Veränderungen in meinem Leben, ich möchte diese Veränderungen.
Und irgendwie man wartet und wartet und wartet, bis vielleicht die andere Person den Schritt macht, ja. Also ich warte, bis die andere Person tatsächlich den ersten Schritt macht. Ich wünsche mir extrem diese Veränderungen in meinem Leben. Ich wünsche es mir, aber ich warte, bis die andere Person den ersten Schritt macht, ja. Obwohl hier eine bestimmte Situation gibt von, tja, schau mal hier jetzt, ja. Also, 10 Münzen, 10 Schwerter und 4 Stäbe. Hier habe ich natürlich schon einen Zyklus, aber deutlich, deutlich. Und einen Zyklus. 4 Stäbe spricht schon für was Neues. Einen neuen Kompromiss, eine neue Situation, ja, eine Freude. Ich freue mich, ich treffe auch eine Person. Aber das ist ja eigentlich in eine Blockade. In eine Blockade, weil schau mal bitte jetzt hier wieder. Ich habe hier eine Königin der Münze, eine Königin der Kelche und der Narr. Ich spüre hier eine Person, die sich ziemlich frei fühlt. Also so ungefähr heute mit dir, morgen mit jemand anderen. Also eine Person hier hat Optionen, das ist deutlich. Eine Person zeigt sich hier ziemlich frei, ist perfekt. Ja, aber das ist die Sache. Man muss schon vorsichtig sein, überhaupt mit dem Karma. Ja, Karma existiert, ja. Das habe ich schon oft gesagt. Karma existiert und das ist einfach so. Schau mal bitte, die Gerechtigkeit ist hier auch wieder mal zu sehen. Die Gerechtigkeit zeigt sich bei allen Sternzeichen. Wir reden hier über Karma und karmische Situationen. Also Menschen bekommen, was sie verdienen. Ja, das spricht für uns allen. Die Sache ist, es gibt hier eine gewisse Situation bei dir von Blockade. Ja. Viele Stäbe wieder, also Feuerelement bei dir sehr präsent. Sternzeichen Löwe, Löwe, Schütze oder Sternzeichen wieder wie du. Feuerelement bei dir sehr, sehr präsent. Ich spüre in manchen Fällen hier eine geografische Distanz. In manchen Fällen muss nicht mal Feuerelement dein Element für deinen Wunschpartner, kann sogar Sternzeichen Fische, Waage, Krebs, Skorpion, Steinbock, Schütze. Ja, sein ist, genau, Zwilling sogar auch. Also ich sage jetzt nur, weil das kann täuschen. Ja, das kann täuschen, diese 3 Stäbe und Königin der Stäbe, weil in manchen Fällen reden wir über die Energie von der Person, die sogar die auch Feuerelement in sich haben kann. Ich spüre hier eine starke Anziehung für eine Person, sehr starke Anziehung. In manchen Fällen gibt es hier eine geografische Distanz, könnte möglich sein. Aber man sieht schon, eine Person hat sich freiwillig auf den Kopf gestellt. Und es gibt hier eine Person, die gar kein Problem damit hat. Also eine Person fühlt sich nicht mal schlecht damit. Also ich kann so in so einem Zustand so lang bleiben, wie es mir passt, ja. Weil ich bin mit einer bestimmten Situation sowieso nicht einverstanden und von da aus, also hier gibt es null Kontakt. Gar kein Kontakt, keine Kommunikation. Einen Stillstand gibt es hier. Von einer bestimmten Person. Ich spüre hier diese mehrere Menschen. Ja, es gibt hier eine stolze Energie auch zu spüren. Ja, den Stolz ist hier zu spüren, in dieser Legung. Sehr sogar. Einen Stolz. Aber auch einen Zweifel. Ich zweifle. Also es gibt hier das Gefühl von Zweifeln. Ja, ich möchte von meiner Komfortzone nicht raus, weil ich da gemütlich habe, bequem habe. Ja, ich habe Angst tatsächlich von einer bestimmten Komfortzone rauszugehen. Ich habe natürlich auch Angst. Und ich möchte Veränderungen. Ich traue mich aber nicht.
Wieder, also deine Legung ist ja etwas, keine Ahnung. Ich spüre hier eine Situation von ich tue gar nichts. Also das muss ich aber auch sagen. Null Bewegung, null Bewegung. Total die Blockade. Also eine Person möchte hier nicht mal sich treffen. Ja, tatsächlich. Qué fuerte. Nee. Also wieder, ich sage dir jetzt eine Sache. Ich weiß nicht, für wem das hier spricht, ich sage nur halt, was ich sehe. Also in manchen Fällen hast du doch mit Sternzeichen Löwe zu tun, sehr stark präsent bei dir. Sternzeichen Löwe, habe ich dir ja auch gesagt, muss nicht mal sein. Schütze und wieder, wie du, ist auch da. Fische, du siehst ja sehr präsent. Unabhängig davon jetzt, ich sehe hier natürlich eine starke sexuelle Anziehung für eine Person. Ich spüre hier eine Situation von jemand, der sich auch einfach gar keine so ernste Kompromisse eigentlich möchte, so ungefähr. Ich fühle mich frei, ich habe einen Zyklus hinter mir, einen komplizierten Zyklus habe ich tatsächlich hinter mir. Ich fühle mich jetzt frei und ich möchte das Leben natürlich genießen. Und das finde ich auch eine super Idee. Aber klar, die Sache ist, das, was ich möchte, müssen nicht die anderen wollen. Also es gibt hier eine Person, die natürlich sehr strategisch ist und in manchen Fällen wirklich hier nur eine klare sexuelle Sache möchte. Und das ist deutlich, das ist deutlich. Es gibt hier dieses Gefühl von Manipulation. Eine Person versucht hier zu manipulieren, egal wie. Also so ungefähr, egal wie, ich möchte dich treffen, weil ich diese starke sexuelle Anziehung für dich habe. Aber jemand blockiert hier total. Also es gibt hier eine Person, die einfach blockiert und sagt einfach so, nee, mit mir nicht mehr. Also mit mir nicht mehr. Und tatsächlich, wenn man hier mit einem Sternzeichen Fische zu tun hat, kann ich dir wirklich sagen, das ist der bevorzugte Zustand von einem Sternzeichen Fische. Also das haben die gerne, die Sternzeichen Fische. Die fühlen sich auch wohl dabei, die haben gar kein Problem damit, die können so sehr, sehr viel Zeit einfach da bleiben und die haben gar kein Problem damit. Denn die bekommen natürlich Klarheit und die machen gar keine Bewegung, keine Reaktion, keinen Kontakt, null Kommunikation, null Bewegung und so weiter. Und so sieht es nämlich hier aus. Mit einer bestimmten Person. Mit einer bestimmten Person. Und ich sage dir jetzt eine Sache, wieder, ich sehe hier, das Wort Sex könnte man hier schon groß schreiben, ja. Und nein, ich sage es nicht als Provokation, ich sage es, weil ich das sehe. Und ja, wie gesagt, es ist schön, ja, es ist eine schöne Sache. Es kommt drauf an, auf die Intentionen drauf an, welche Intentionen man hier halt hat, was möchte man. Sind beide Personen damit einverstanden, was hier geschieht? Also, ja, oder hat man schon deutlich oft das klare Sprache gesprochen, man wird aber irgendwie nicht verstanden, ja? So sieht es nämlich aus. Es gibt hier eine klare Manipulation, eine Person möchte unbedingt doch, so ungefähr, ich möchte doch, und die andere Person sagt, nein, ich möchte nicht. Es gibt hier eine Energie von Kommen und Gehen, ja, also ein Gefühl von, ich komme, ich hole mir das, was ich brauche in dem Moment und ich gehe wieder. Es gibt hier keine gute Energie. Ja, und jeder bekommt am Ende, was jeder verdient. Also wir haben hier mit Karma zu tun und das ist deutlich. Wir haben mit Karma zu tun, wir haben mit einem Zyklus zu tun. Und das ist so, was es gibt, ja. Es gibt hier eine klare Täuschung, gell? Also so ungefähr, wenn man dachte, das ist mein Seelenpartner, also das ist eine Täuschung. Das ist kein Seelenpartner. Das ist eine falsche Seelenpartner. Das ist einfach eine karmische Situation. Das ist Karma pur, das ist toxisch. Ja. Wieder, so sieht es nämlich aus. Ich weiß nicht, wie das für dich spricht, aber wie gesagt, eine Person hat hier eine klare Strategie. Eine Person kommt bis zur Haustür von jemand hier und möchte tatsächlich einfach Sex. Und nochmals, diese Energie, Sex, ist nicht schlecht. Schlecht ist, was der Mensch drauf macht, ja.
Weil die Energie selbst ist nicht schlecht. Diesen Gespräch hatte ich bei, ich glaube, Sternzeichen Fische sogar. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, ich hatte diesen Gespräch auch bei Sternzeichen Fische gehabt. In manchen Fällen hast du mit einem Sternzeichen Fische auch zu tun. Oder die, spiegelt sich die Legung irgendwie. So eine Situation gibt es hier. Weil ich sehe nochmals schon einen Bruch hier. Einen Bruch, einen Zyklus. In manchen Fällen, für manche ist das hier der Vater oder die Mutter deiner Kinder. Kann perfekt sein, weil ich habe hier diese Kombination von Karten. Ja? Aber tatsächlich, eine Person lässt hier nicht los. Ja? Und jemand blockiert. Ja? Jemand blockiert hier eine klare Manipulation. Man blockiert. So ungefähr tatsächlich mit mir nicht. Ja, wieder. Und nochmals, du siehst ja in manchen Fällen auch dieses Feuerelement wie du. Und die Manipulation ist da. Und diese gewisse Strategie ist da. Und tatsächlich, was du möchtest, ist einfach klare Veränderungen. Klare Veränderungen in deinem Leben. Ja, und deswegen ist diese Blockade hier. Das ist, was ich hier habe. Also das ist, was ich hier sehr stark sehe bei dir. Ja, eine Person ist hier traurig. Weil dich treffen möchte. Aber es gibt hier ein Ende. Ja, ein Ende. Also wieder, das ist die Energie, die sich hier zeigt für kommende Woche. Das ist, was ich dir sagen möchte. Man spürt hier deutlich einen Zyklus. Einen Zyklus, eine karmische Situation, die sich wiederholen möchte. Unabhängig, wie es für dich spricht. Ja? Wenn du mir sagst, das ist bei mir schon geschehen, ich sage dir, das ergibt sich wieder. Das ist eine Sache, die sich nochmals ergeben wird. Ja, also das hat noch kein Ende. Wenn man dachte, das war schon beendet, die Situation, das ist noch nicht beendet. Es gibt hier eine Situation, die noch nicht beendet ist. Ja. Genau. Wieder, ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Vatertag heute, ja, einen schönen Feiertag für alle. Ja, und danke für deine Likes, deine Abos, danke schön wieder und bis bald. Tschüss.